Dynamo TV aus dem Trainingslager wird präsentiert von DynTour, der Spezialist für Angelreisen und Ferienhäuser in Norwegen. Willkommen zurück zu, wie gesagt, das Duell. Es geht weiter mit Spiel Nummer 5, Bobby Carr. Das heißt, wir müssen jetzt die Location wieder wechseln. Wir gehen ins Außenstudio und machen uns da jetzt eben mal auf den Weg. So, ich will euch das Spiel jetzt noch mal kurz erklären. Ihr fahrt beide einzeln jeweils. Ich werde die Zeit nehmen. Ihr kriegt von mir ein Startsignal. Fahrt hier einmal eine 8 rundherum, wieder hier über die Ziellinie. Und wir werden die Zeit notieren. Der als erstes zwei Rennen gewinnt, gewinnt dieses Spiel. Ja? Jo. Verstanden? Jo. Ja. 3, 2, 1, ab. Boah. Ey, das ist anstrengend! Oh, bist du behindert? Ey, das ist nicht der Wahnsinn! Aber er will gewinnen, man merkt ihm an, welchen Ehrgeiz er entwickelt. Sehr, sehr gute Zeit, Möschi. 45 Sekunden. 45,31. Ich sag, das ist der neue Streckenrekord. Eine Minute, 3 Sekunden und 46 Hundertstel. Möschi versucht es nochmal mit einer neuen Taktik. 3, pass auf, Steffen. 2, 1, ab. Wow! Ich glaube, der hat ein neues Auto. Bravo, Möschi! Scharfe Kurve. Stark, Möschi! Wow! Neuer Streckenrekord. 26,59. Stark, Möschi! 3, 2, 1 und ab. Schau, wie der mitläuft. Gut, Steffen! '26,88. Oh! Das war haarscharf! Hallo? Möschi hat gewonnen, oder? Der hatte 26,59. Ah ja, 59. Es war trotzdem ein enges Rennen am Schluss. Sehr schön. Sehr stark. Möschi, morgen trainingsfrei. Möschi, gratuliere. Ja, danke schön. Zu 5 Punkten. Du bist wieder aufgerückt. Es steht jetzt 9 zu 6. Ich kann mir nochmal tauchen gehen.
So, wir sind zurück mit Spiel Nummer 6. Wasserverbrauch. Zur Erklärung zum Spiel Wasserverbrauch. Es ist ein Schätzspiel, in dem ihr bitte schätzt, wie viel ein Kilo von dem jeweiligen Produkt, wie viel Liter Wasser ein Kilo von dem jeweiligen Produkt in der Herstellung, bis es bei euch am Teller landet oder im Glas oder wo auch immer, verbraucht. Ein Kilo, wie viel Liter? Ja, zum Beispiel, ich kann sagen, wie viel Liter braucht eine Banane, bis die bei uns bis die Banane so klein ist, bis sie bei dir daheim ist? Ja. Ja. Ein Kilo Banane, nicht nur eine Banane. Ein Kilo Banane. Ja, ja, ein Kilo. Okay, ja. Ihr habt es verstanden. Ja. Wer quasi als am nächsten dran ist, an dem Richtwert, kriegt einen Punkt. Wir spielen bis 5. Das erste Produkt wäre ein Kilo Nüsse. Bis die Nuss gar nicht da war, bis zu in die Verpackung bei uns daheim. Ach ja, wir haben hier... Jetzt? Ja, okay. Ein Kilo das ist davon. Klar. Okay. Also jetzt weiß ich ja. Okay. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Also entweder ich bin jetzt weit weg oder keine Ahnung. Ich löse auf, ein Kilo Nüsse verbrauchen 5000 Liter Wasser. Ich gucke mir das mal an, weil ich hab's noch nicht Gib gesehen. Ihm einfach den Punkt. Nee, was ist hier? 50 oder 40. Was hast du? Kreuz. 95 Liter, ja, Möschi 40 Liter. Das heißt, oder? Kreuz ist näher dran und hat somit den ersten Punkt ergattert. Aber warte mal, ich habe dann immer noch nicht das Prozedere verstanden. 1000. Weil die Nuss gibt es noch nicht. Und für ein Kilo, dass sie so da ist, brauche ich 5000 Liter. Ohne Waschen, ja. Nichts. Einfach nur das zum... Ja. Ich war erst bei 12 Liter oder sowas. Da dachte ich mir so, okay, nee, das kann nicht sein. Ich habe am Anfang so überlegt, so 1000, aber dachte ich mir, das geht gar nicht. Hammerhart. Ja, okay. Dann kommen wir zum nächsten Produkt. Ich hätte gerne den Wasserverbrauch von einem Kilo Äpfel. Ist das ein Apfel, oder? Das ist dieses gesuchte Stück. Ah, komm, bitte. Das ist ein Madapuran. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Ein Kilo Äpfel verbraucht 700 Liter Wasser. 700 Liter, ja, ich hätte das gewonnen. Kreuz. 1,2 Millionen Liter. Warte mal, aber der Apfelbaum steht noch nicht. Bis der Apfelbaum die Äpfel gewachsen sind, wie viel Wasser braucht denn das? Möschi, 7500 Liter und ich würde sagen, du bist näher dran. Hast somit den zweiten Punkt. Ja, okay, das ist so schwer. Und es steht 1:1. Das nächste Produkt, das wir suchen, ist ein Kilo Rindfleisch. Also wie viel das Tier saufen muss. Ja, da bin ich jetzt wirklich. Von der Geburt des Kalbes. Muss nicht gegossen. Bis das Kalb so groß ist, dass du ein Kilo davon essen kannst und du das vom Metzger kaufst. Dass das Kalb als Baby startet. Frisch. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Ein Kilo Rindfleisch verbraucht 15.490 Liter. 15.000. 15.000.
15.000. Beide 15.000. Ja, okay, ich habe gerechnet. 5 Liter am Tag. 5 Liter mal 30. Diese mal Nebenrechnung 12. Ist wirklich, die ist Weltklasse. Ich habe 5 ja, genau. Liter mal 365, gibt ungefähr 1.800. Genau, ganz genau und das mal 8 Jahre. Ich habe genau. Damit 8 Jahren. Heilige Schwester, ihr ganz genau gleich gerechnet. Können wir beide einen Pokal kriegen? Beide kriegen einen Punkt. Einen Pokal kriegt er dann später. Ich habe 1 zu 1 dasselbe gerechnet. 5 Liter mal 30, dann mal 12 und dann mal 8. Kommen wir zum nächsten Produkt. Kakao. Kakao oder Kakao? Kakao. Ne, ich sag Kakao. Gut. Ein Kakao. Kilo. Wir haben hier Schokolade, weil wir Kakao jetzt nicht gefunden haben, aber ihr wisst, aus was Schokolade zum Großteil besteht. Deswegen. Ein Kilo Kakao. Ein Kilo Kakao. 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 Was sagt denn ihr? Kaba. Hast du schon irgendwas gemacht, oder? Ich hab mal Kakao hingeschrieben. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Was hast du geschrieben? 550. Ich löse auf. Ich glaube, der braucht viel. 27.000 Liter. Kreuz, 550 Liter, Möschi. 17.000 Liter. Das war stark. Ja. Gut geschätzt. Wie viel? 27? Klasse, 27.000. Es steht 3 zu 2 für Möschi. Kommen wir zum nächsten Produkt. Erdbeere. Also ein Kilo Erdbeeren. Nicht nur eine Erdbeere. Hier haben wir ein paar schöne Erdbeeren. Wie kannst du das Wasser rausschmecken? Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Erdbeere, also ein Kilo Erdbeeren, verbrauchen 280 Liter Wasser. 150 habe ich. Nee, bist du besser dran. 500. 150 zu 500. Mhm. Kreuz schließt auf, stark. Gleicht aus. Zum 3 zu 3. Wie viel? 200? 280 Liter. Und wir kommen zum nächsten Produkt. Geflügel. Das muss ja auch erstmal wachsen, oder? An wen darf ich Erdbeeren weiterreichen? Unsere Zuschauer hier. So, guten Appetit. So ein Händler am Dach. Das ist ein Broiler. So ein kleiner Hund, ja, Bruder, das scheiß Ding. Ja, eben. Ein so. Ganzer Broiler. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein, löse nein, nein. Auf. Kann ich das noch ändern? Nee, hä? Nee. Ah, ich hab viel zu viel. Ich weiß nicht. Ich hab viel zu viel. 4.000 Liter. Boah, stark. 3, 2. 4.500? 3.200. Kreuz, du gehst in Führung mit 4 zu 3. Wieder sehr gut geschätzt. Wie viel? 4.000, oder? 4.000 Liter, genau. Satz und Matchball für Kreuz. Wir gehen nochmal in die Werbung. Mama. Ein Kilo Schweinefleisch. Dankeschön. Dann mach mal ein bisschen länger jetzt. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. So, es wird spannend. Ein Schwein, ein Kilo Schweinefleisch, benötigt 4.730 Liter Wasser. 6.000. 8.000. Scheiße, warum nehme ich nicht direkt? 8.000, du hast super gerechnet. Ja. Was hast du gerechnet?
Dann steht es 5-3 in diesem Spiel. Stark. Somit gewinnt Kreuz dieses Spiel und ist auch Gesamtsieger von, wie gesagt, das Duell. Michi, es war mir eine Ehre. Liege, es war eine Ehre. Liege, danke. Dankeschön. Sehr gern, sehr gern. 4730. Soll ich hier mal aufhören?